des Lands erblieben schon groß. Hörte mir auf. Da kommt er, unser deutscher Doppelgriffon, Ulrich Kopp. Wow, oder? Und? Extreme Weite. Wie noch nie dabei. 90, 61. Aus Dänemark. 4 Oldsmobile Power. Ich glaube schon. Schaut mal da vorne in den Vorstartbereich, liebe Zuschauer. Ja! Da musst du andere Seite auch anmachen, hast du nicht gewusst, hä? Ah ne, der ärgert sich jetzt. Wollen wir nicht verarschen hier, das echt gefott. Schade, schade, schade. Aber zieht die Zugkette stramm und nach vorne geht's. Und das kann ein Full-Full geben. Ah, wartet's mal ab. Schaut euch das mal an. Wie damals, wo Eugen noch gefahren ist, nur der füllte den Raum zwischen den beiden Kotflügeln etwas besser aus. Ansonsten... Liebe Zuschauer, 1, 2, 3. Riemen ist aber heil geblieben, glaube ich. Ach, der zweite, jetzt war es der zweite. Könnt ihr nichts mehr mit anfahren, gell? Ja. Ja, ich würde ihn ja gerne auseinanderschneiden. Wo sind denn die Areas-Fans? Ah, auf einmal sind sie alle da. Auf einmal. Kommt, ich werf den einfach mal hier hin. Pass auf, pass auf. Der ist nicht. Der ist ölig. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. Da kommt er. Der schwarze Friese. Was war das denn? Ein Motor, oder? Gekoppelt ihn. Ja.
Doppelkoppling. Kupplungsprobleme beim Doppelgriffon aus Holland. Schade. Der einzige, der übrig geblieben ist, von drei Stück. Auf der Seite auch. Da kommt er. Eieieiei. Dabei sein. Erst nochmal Wild Talk. Ja. Der Doppelkonti. Ah, er kommt langsam ans Laufen. Leute, so schön zurecht gemacht, der Traktor. Ist ja auch was wert, wollen wir ja auch sehen. Auch wenn er dann nicht ganz so gut läuft, kein Fullpult. Und jetzt machen wir noch schnell die Siegerehrung. Stefan, vielen Dank. Mit seinen Kindern zusammen, Klaumeistermann, Kiefenfeld, der einzige Fußball in dieser Klasse. Tschüss, macht's gut.